Hallo und willkommen zum zweiten Videopodcast von Tribor.de. Ich habe wieder ein Buch mitgebracht, über das ich sprechen möchte. Kelten und Franken auf dem Christenberg. Dazu muss ich am Anfang sagen, ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, nicht über Bücher zu sprechen oder diese zu rezensieren, wenn ich selbst daran mitgearbeitet habe. Ich habe aber an diesem Buch mitgearbeitet, insofern, dass ich den Auftrag bekommen habe für zwei Rekonstruktionszeichnungen, war also relativ festgelegt, bekam Vorgaben und habe ansonsten nichts an diesem Buch gemacht, außer eben diesen zwei Rekonstruktionszeichnungen, habe aber auch kein Geld dafür bekommen, möchte ich gleich vorneweg sagen. Ich denke, ich bin nur neutral genug, um einfach mal kurz darüber zu sprechen. Wer nicht weiß, wo der Christenberg ist ein Berg nördlich von Marburg. Heute befindet sich darauf nur noch die Kirche, die das namensgebende Dekanat Christenberg als Hauptkirche ist. Darum ist ein Friedhof für die umliegenden Gemeinden und ansonsten ist dort nur eine Menge Wald. Die nächste Gemeinde oder das nächste Ortschaft ist etwa 3 Kilometer entfernt, das ist Münchhausen. Und daher kommt eigentlich auch das Buch, das stammt vom Förderkreis Christenberg e.V. Geschrieben wurde es von Walter Holzapfel, das ist der Vorsitzende des Förderkreises Christenberg e.V. und Armin Weber M.A. Armin Weber ist studierter Historiker. Ich kenne ihn persönlich, das muss ich dazu sagen. Daher wurde die Anfrage an mich gestellt für die Rekonstruktion. Das Buch schließt eine Lücke, die bisher existierte, wenn man sich über den Christenberg informieren wollte. Es gibt einige Veröffentlichungen über den Christenberg. Zuletzt war im Konrad I. Katalog ein Beitrag über den Christenberg auch mitfunden. Aber es gab noch kein zusammenhängendes Buch. Das heißt, wer sich komplett und umfassend über den Christenberg informieren wollte, der musste sich gleich mehrere Bücher aus der Fachliteratur, wie etwa den archäologischen Jahrbüchern, zusammenkaufen. Und hatte dann nur Fachartikel, die sich über bestimmte Zeiträume, also zum Beispiel spätkarolingische Zeit auf dem Christenberg oder der Christenberg in der späten Hallstattzeit oder so, der musste sich das alles zusammenreimen. Natürlich sind das Fachbücher, das ist alles schwer zu lesen für jemanden, der sowas noch nie in der Hand hatte. Also hatte man sich zur Aufgabe gesetzt, nun endlich ein Buch herauszugeben, also der Förderkreis das herauszugeben, das quasi alle Erkenntnisse zum Christenberg zusammenfasst und das so gestaltet, dass es auch verständlich ist. Jetzt ist das natürlich ein ganz weites Feld und das merkt man auch, wenn man sich das Inhaltsverzeichnis mal anschaut. Der erste Abschnitt, die Kelten auf dem Christenberg, gliedert sich schon allein in Vorgeschichte, Steinzeit und Bronzezeit, Eisenzeit in Hessen und die Kelten auf dem Christenberg, wobei das nochmal unterteilt ist in Befestigung, Besiedlung, Funde und Umland. Der Abschnitt wurde von Armin Weber und Walter Holzapfel gemeinsam gestaltet. Der zweite Teil, die Franken auf dem Christenberg, dann alleine von Armin Weber, beinhaltet fränkische Geschichte bis zum Beginn des 8. Jahrhunderts, Nordhessen und die fränkische Kesterburg um 700. Dazu muss man wissen, dass der Name der Burg in den Quellen, also in späteren Quellen, als Kesterburg verzeichnet ist. Das kommt daher wahrscheinlich Kester für Castrum, also Burg, und Burg für Burg, also das heißt eine Burg. Und aus dieser Kesterburg, aus dem Begriff Kesterburg, wurde dann später der Christenberg. Wie gesagt, Christenberg, die Kesterburg, der Bau der Kesterburg, archäologische Funde auf der Kesterburg und die Martinskirche. Das ist also diese Kirche, die dort noch existiert. Dann die Kesterburg im 8. Jahrhundert, unterteilt sich nochmal in Bonifatius in Hessen, die Sachsenkriege, Neubau der Burg im 10. Jahrhundert, plus Literatur und Bildnachweis. Das Buch lässt sich recht einfach lesen. Dazu war es auch ausgelegt, dass jeder dieses Buch verstehen kann, also man braucht keine besondere Vorbildung. Es wird auch alles erklärt, es gibt Zeittafeln, um zum Beispiel die Keltenzeit abzudecken.
Es gibt sehr viele Abbildungen, auch Fotografien von der Gegenwart und eben meine Rekonstruktionszeichnung. Übrigens ist auch Hakun Risti vertreten, kennt vielleicht der eine oder andere, macht ganz tolle Rekonstruktionen. Er ist mit seiner Rekonstruktion der Tragweise des Spartas und des Saxes vertreten. Und wie auch ich haben Hakun und auch andere kein Geld für diese Arbeit übrigens bekommen. Die einzigen, die Geld wollten, waren übrigens das Reis-Engelhorn-Museum in Mannheim, die für die bekannten Darstellungen der Franken, die man so aus dem Frankenkatalog und so kennt, Geld haben wollten. Ist leider etwas schade, gerade für so ein Projekt, wo sich ein Verein bemüht, etwas rauszugeben, dass dann ein Museum noch Geld haben möchte. Aber es lässt sich wohl bei der Arbeit nicht vermeiden. Insgesamt lässt sich das Buch recht einfach lesen. Es hat 108 Seiten, zahlreiche Abbildungen, sehr ausführlich, sehr interessant. Was gibt es noch zu sagen? Ja, es wurde auch darauf geachtet, dass sehr viele Fußnoten drin sind. Also wenn man wirklich stark interessiert ist an der Geschichte und darüber hinaus lesen will, kann man sich die Fußnoten zu Herzen nehmen, sollte man sich vielleicht auch zu Herzen nehmen und kann dort querlesen oder kann dort weiter in die Thematik einsteigen. Das Buch ist bis jetzt nur in einer Auflage von 1000 Stück erschienen, wie ich das gelesen habe, kostet zurzeit 18 Euro und kann über den Förderkreis Christenberg e.V. bezogen werden. Am Ende des Videos werde ich die Adresse nochmal einblenden. Dann kann man das auch bestellen für die Leute, die Interesse haben. Ansonsten kann ich das Buch eigentlich durchweg empfehlen, gerade weil es über den Christenberg relativ wenig Literatur gibt oder sehr speziell. Das sind dann immer nur zwei, drei Seiten. Und ich finde, es steht auch Neues drin. Zum Beispiel meine Rekonstruktionszeichnung des Tores. Das ist übrigens hier zu sehen. Ich blende es auch gleich nochmal ein. Da ist es. Würde ich heute zum Beispiel anders machen. Gut, die Vorgabe war, dass man die Steine sehen soll. Es sollte ein bisschen heimelige Optik haben mit den offenen Steinen. Da ich aber ja jetzt gelesen habe, dass die beiden Vorbauten oder Bastionen, wie man sie nennen will, erst wahrscheinlich in ottonischer Zeit entstanden sind, würde ich das Ganze optisch ein bisschen eher ottonischer bzw. ein bisschen verputzt darstellen, dass man auch den baulichen Unterschied sieht. Also diesmal mehr Kritik an mir als am Buch. So, das war's für heute erstmal. Wenn Fragen sind, Anregungen, gerne in die Kommentare. Macht's gut.